Pokale, Urkunden, Fotos, Sportklamotten und eine vollbesetzte, schön dekorierte Sporthalle. Ein großer sportlicher Jubiläumsabend stand bevor. Der Sportverein Miesenbach 1919 e.V. feierte am Samstag, den 11. Mai, gemeinsam mit seinen Mitgliedern, Ehrengästen, Freunden und Interessierten das 100-jährige Vereinsjubiläum. Viele waren der herzlichen Einladung in die Miesenbacher Sporthalle gefolgt, um dem Jubilar SV Miesenbach zu gratulieren. Durch das abwechslungsreiche Programm führten Jörn Steinhauser und Simone Eberts, den Anfang jedoch übernahm der erste Vorsitzende Werner Niklas. Nach der Begrüßung an alle Ehrengäste und Mitglieder durfte sich dann Bürgermeister Ralf Hechler, der sich bereit erklärte, als Laudator versuchen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Begriffe wie Kameradschaft, Freundschaft und Helfen werden in einem Verein vorbildlich gelebt. Manch einer hat sich im Verein mehr engagiert und gekehrt und gemäht und geputzt als bei sich zu Hause. In nahezu allen Abteilungen wurde und wird großartige Nachwuchsarbeit geleistet. In einer stark veränderten Gesellschaft eine ganz besondere Leistung und ein wertvolles Gut, das es auch zu bewahren gilt. Und auch die Vorstandschaft hat sich verändert. Freiwillige zu finden ist nicht leicht, aber mit Werner Niklas, den ich als aktuellen Präsidenten stellvertretend für alle seine vielen engagierten Vorgänger nennen will, ein Glücksfall für den SV Miesenbach. Rechnet man nämlich einmal die freiwilligen Stunden, Übungstrainerstunden und ehrenamtlichen Zeiten aller verantwortlichen Trainer, Betreuer und der Vorstandschaft zusammen, nehmen wir nur den Mindestlohn, dann kommen wir auf einen hohen sechsstelligen Betrag im Jahr. Und nehmen wir das mal 100 Jahre. Das sind mehrere Millionen, die ein Sportverein wie der SV Miesenbach ohne all die anderen positiven Effekte als Dienst an der Allgemeinheit leistet. Ich wünsche dem SV Miesenbach für die nächsten Jahre stets viele helfende Hände, eine gute sportliche Entwicklung für jung bis alt, Mikrofonständer. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, lieber Jubilar. Halt dich aufrecht auf die nächsten Jahre. Beim Betreten der Halle wurde den Besuchern eine schöne kleine Ecke aus 100 Jahren SV Miesenbach zusammengestellt und da gab es einiges zu entdecken. Mühevoll wurden aus den jeweiligen Sportabteilungen diverse Erinnerungsstücke gesammelt und zur Schau gestellt. Egal ob gewonnene Pokale, überreichte Urkunden oder die Präsentation von Sportleranzügen, wie sie man damals getragen hatte, viel Historik aus 100 Jahren gab es ebenfalls zu sehen. Die chronologische Bilderwand über mehrere Meter lud viele dazu ein, sich auszutauschen, zu erinnern oder den einen oder anderen auf den Bildern wiederzuerkennen. Nach einem Jahrhundert Vereinsleben gibt es heute noch 4 aktive Sportabteilungen in Gymnastik, Tischtennis, Tennis und Volleyball. Eingeladen und gekommen zum Ehrentag war unter anderem auch Dr. Becker, der Vizepräsident vom Sportbund Pfalz, der ein paar Grußworte an den SV Miesenbach richtete. Wir müssen überlegen, das war direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Dort gab es ganz wenig Männer, viele waren in Gefangenschaft, viele waren gefallen. Und trotzdem haben die Männer hier in Miesenbach es geschafft, einen Verein aufzubauen. Und dort gab es keine Gründungshilfen, keine Broschüren, die einem helfen konnten, was man tut. Die Leute haben einfach in die Hände gespuckt und haben dies getan. Sie wollten turnen, damals ganz viel, sie wollten auch Fußball spielen, sie wollten Sport machen. Das war, glaube ich, ganz wesentlich. Das hat sie zusammengehalten über eine lange Zeit. Und der Wunsch, Sport zu machen, ist, glaube ich, ganz relevant gewesen. Und ich habe mir natürlich das Programm des Vereins angeschaut. Ich habe gesehen, wie aktiv die Tennisabteilung ist, um neue Mitglieder zu werben, wie sie mit kleinen, niedrigen Netzen versucht, aus den Pimpfen Tennisspieler zu machen und wie sie auf der anderen Seite dann eine ganz aktive Volleyballabteilung hat. Und wenn ich das Programm der Gymnastikabteilung lese, dann sieht man, dass sie auf der Höhe der Zeit sind. Vorbildliche Jugendarbeit zahlt sich eben aus. So nimmt zum Beispiel die Tennisabteilung des Vereins jährlich beim Sommerferienprogramm der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach teil oder veranstaltet eigene Sommercamps für Kinder und Jugendliche.
Hierbei kann der Nachwuchs auf dem Tennisplatz seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und auch vieles Neues von den Trainern dazu lernen. So können die Kinder bei bester Verpflegung und Betreuung gleichzeitig die Natur in vollen Zügen genießen. Landrat Ralf Lessmeister hatte ebenfalls ein paar Grußworte an das Geburtstagskind. Ja, ganz schön alt geworden, der Verein, aber unglaublich jung geblieben. Wer möchte das nicht von sich behaupten? Sport ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung unserer Zeit. Wir brauchen diesen Sport auch. Sport, vor allem in der Natur, ist heutzutage eine schiere Lebensnotwendigkeit geworden. Wir alle, von einzelnen Ausnahmen vielleicht abgesehen, bewegen uns doch viel zu wenig. Wir sind erschöpft vom Stress, von der Hektik des Alltages und all das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man diese Vereine unterstützt. Dabei wären Bewegung und vor allem Begegnungen in der Natur, um gesund zu bleiben, so ungemein wichtig. Sport ist aber auch am schönsten im Verein. Wir sollten alles daher daran setzen, es uns und in der nächsten Generation zu erhalten, diesen Verein zu unterstützen. Der Sport, gerade der Sport im Verein, lebt von der Leistung. Das entsprechende Kräftemessen findet im üblichen Wettkampf statt. Auch gab es viele Geschenke von den zahlreichen Partner und Sponsoren, die den SV Miesenbach tatkräftig unterstützen und stets fördern. Unter anderem durfte sich der Verein über einen großzügigen Check von Herr Leitdecker von den Stadtwerken Ramstein-Miesenbach freuen. Vor allem die Nachwuchsabteilung soll davon profitieren dürfen, denn die Kids von heute sind schließlich unsere Sportler von morgen. Dann wurde es musikalisch, so die Ankündigung. Extra angereist und bekannt von dem Mainzer Fasnacht erschien Harry Borgner auf der Bühne und legte auch gleich mal los mit seinem humorvollen musikalischen Programm. Ich hab sie gesucht, doch nirgends gefunden. Ich frage mich, wo sind sie verschwunden? Oh, ich würde nie mehr fragen. Ich werde nie mehr froh. Als wir Kinder waren, sind wir oft gefahren. Nahmen auf dem Wagen mit dem Heu und dabei war immer Holz mir. Ihm ging's immer schlimmer und er fragte immer auf dem Wagen jeden Tag aus Neu, wie geht's unserem alten Holz mir? Trinken, rauchen, lügen, lachen, Frauen. Aus unzähligen Stunden mühevoller Recherchen, Zusammentragen vieler Archivfotos und Textformulierungen wichtiger Ereignisse präsentierte nach langer intensiver Arbeit Chronist Gerhard Schierer umfangreich die Geschichte des SV Miesenbach. Dementsprechend wurde dafür verdientermaßen applaudiert. Zum Abschluss des Bühnenprogramms bedankte sich Werner Niklas noch einmal bei allen Gästen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, sowie lobte und belohnte er das Gremium der 100-Jahr-Feier mit leckeren Pizzagutscheinen für im vereinseigenen Sportheim Danino. In gemütlicher Runde wurde gemeinsam der Abend ausgeklungen und wer sich die Museumsecke nicht anschauen konnte, der darf sich auf die im Sommer folgende Ausstellung aus 100 Jahren SV Miesenbach im Ramsteiner Heimatmuseum freuen.